In diesem Video erkläre ich das Konzept der Normalisierung in der Datenmodellierung. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Einer der Grundbegriffe der relationalen Datenmodellierung ist eben die Normalisierung. Im relationalen Datenbankmodell zeichnet sich gutes Datenbankdesign durch ein Minimum an Redundanzen aus. Der Grund dahinter: redundante Daten führen zu Anomalien. Diese erschweren die automatische Datenverarbeitung sowie die Pflege der Datenbank. Unter einer Normalisierung ist zu verstehen die Aufteilung von Attributen in mehrere Relationen / Tabellen. Mit Hilfe der Normalisierungsregeln und deren Normalformen, sodass eine Form entsteht, die keine vermeidbaren Redundanzen mehr enthält. Sehen wir uns nun die genaue Vorgehensweise an. Um eine Datenbank zu normalisieren, werden die sogenannten Normalformen angewandt. Sie bauen aufeinander auf und führen jeweils zu einer höheren Stufe der Normalisierung. Insgesamt gibt es 5 verschiedene Normalformen, von denen häufig allerdings nur die ersten 3 Formen zum Einsatz kommen. Wurde eine Datenbank normalisiert, liegt sie in der ersten, zweiten, dritten und so weiter Normalform vor. Während der Normalisierung ist unbedingt zu vermeiden, dass Informationen verloren gehen. Die Normalisierung findet in der Regel bereits beim Entwurf einer relationalen Datenbank statt. Kommen wir nun zu den Nachteilen einer Normalisierung. So speichert eine vollständige normalisierte Datenbank zusammengehörige Daten nicht in einer, sondern in mehreren verschiedenen miteinander verknüpften Tabellen. Für Anwender ist das Datenbankschema auf den ersten Blick unübersichtlich. Um die zusammengehörenden Informationen zu erhalten, ist die Zusammenführung der Daten aus den verschiedenen Tabellen notwendig. Die Datenabfrage arbeitet mit Joins und sammelt die gewünschten Informationen aus den einzelnen Tabellen. Komplexe und umfangreiche Joins führen zu einer starken Belastung des Datenbanksystems. Das sind die 2 zentralen Nachteile durch die Normalisierung. Kommen wir nun zu einem Fazit. Zusammengefasst möchte man mit der Normalisierung die Integrität von Daten sicherstellen. Dadurch können Redundanzen verhindert werden und Inkonsistenzen vermieden werden. Die Wartung der Daten wird mit der Normalisierung in der Regel vereinfacht, die Programmierung allerdings aufwendiger. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video das Konzept der Normalisierung näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Tschüss und bis bald.